Herzlich willkommen zu einer neuen Daily DAX US Morning Ausgabe. Heute am Freitag, dem 16. Oktober 2020. Ja, und ich würde heute genau dort gerne anknüpfen, wo ich gestern letztendlich gestoppt bin, nämlich beim amerikanischen S&P 500 Index. Dort hatte ich ein weiteres Kursszenario aufgezeigt, wovon ich ausgegangen war, dass dies eben erfüllt wird. Und Sie sehen, letztendlich wurde das gestrige Tief sogar, was prognostiziert war, leicht unterschritten und von dort aus setzte schon bereits hier eine Kurserholung ein. Also hier hat letztendlich der Tradingplan wirklich gut funktioniert. Noch immer sehen wir jedoch, und das gilt es sofort festzuhalten, dass wir jetzt natürlich nach der gestarteten Aufwärtsbewegung jetzt wieder hier in Richtung des Abwärtstrends uns bewegen. Und das könnte natürlich auch wiederum eine gewisse, ja, Möglichkeit hier in Erwägung ziehen, dass wir auch nochmals eine Trendfortsetzung sehen. Das sollte man jetzt weiterhin genau im Auge beachten, denn solange der S&P 500 Index respektive nicht über den Trend bzw. über diesen Bereich von rund 3500 Punkten ausbricht, besteht auf jeden Fall noch die Chance, dass wir hier nochmals einen weiteren Knick nach unten erhalten. Dann noch ein Blick auf den Technologieindex Nasdaq. Ja, ist und bleibt wirklich spannend. Große Rallye gesehen, dann die Rückeroberung in den Aufwärtstrend, dann der Fehlausbruch und ja, jetzt was passiert hier? Denn wir sehen, das Ganze spitzt sich jetzt wirklich zu. Die Rückeroberung ist gescheitert, scheitert allerdings jetzt auch wirklich der ausgebildete Aufwärtstrend. Denn sollte dies der Fall sein, wird sich die Konsolidierung im Technologieindex Nasdaq wohl weiter ausdehnen und hierbei auch ein mögliches Kursziel in den Bereich von ca. 11.550 Punkten in Erwägung ziehen. Also auch das sollte man hier tradingtechnisch definitiv im Auge behalten. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Handelstag und schalten Sie heute Abend wieder ein, dann natürlich mit dem großen DAX-Wochenrück sowie Ausblick.